Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin. Wie funktioniert Erwachsenwerden? Erwachsenwerden, sage ich mal, hat viel damit zu tun, sich gegen Autoritäten aufzulehnen und denen mal so richtig die Meinung zu geigen. Ja? Wenn man das wirklich schafft, dann wird man erwachsen. Wie ist das bei mir gewesen? Ich glaube, ein ganz wichtiges Erlebnis, bei dem ich sogar in den Augen meiner Eltern bestimmt noch mal ein kleines Stückchen gewachsen bin, war der Moment, als ich einen Brief geschrieben habe an den Direktor meiner Schwester. Die ist 2 Jahre jünger und wir gingen damals zur Schule, ich auf dem Gymnasium und sie auf einer Realschule, und der Direktor ließ die Kinder morgens immer draußen vor der Tür stehen, bis zum Vorklingler oder so, dann durften sie ins Gebäude. Das führte natürlich dazu, dass die dann im Winter wirklich froren, ne? Oder bei Regen nass wurden und bei Wind in diesem Wind halt standen. Und das fand ich nicht gut. Und deswegen habe ich dann Folgendes geschrieben an den Direktor meiner Schwester. Sehr geehrter Herr, Namen lasse ich jetzt mal weg, niemand wird etwas gegen eine gewisse Form von Autorität an Schulen anzuwenden haben, ich auch nicht. Doch ich als Außenstehender möchte Sie bitten, sich Ihren Schülern gegenüber menschlicher zu verhalten. Ein Schüler geht unter anderem zur Schule, um dort Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber zu lernen. Wie groß ist die Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, wenn Ihre Schüler in jeder Weise eingeschränkt werden? Ist es damit getan, drastische Strafen aufzuerlegen, in denen niemand einen Sinn sehen kann? Wäre es nicht besser, den Schülern die Notwendigkeit disziplinierten Benehmens auf eine andere Art und Weise näher zu bringen? Und dann habe ich ihm ein Beispiel genannt, nämlich genau dieses. Auswärtige haben es äußerst schwer, sich an ihre Regelung zu halten, die besagt, dass sie sich möglichst nicht vor Unterrichtsbeginn in der Schule aufzuhalten haben. Dieser Forderung kann von Seiten der Schüler schon aufgrund der mangelhaften Busverbindungen nicht eingehalten werden. Ist es in diesem Fall nicht einzusehen, dass diese Schüler lieber einen Bus früher in die Stadt fahren? Möchten Sie wirklich, dass Ihre Schüler abgehetzt, gestresst und unfähig, den Lehrer zu folgen, in den Unterricht kommen? Denn Verspätungen dürfen Sie sich auch nicht leisten. Das ist einzusehen. Da Sie den kürzesten Schulweg benutzen müssen, um den Versicherungsschutz der Schule in Anspruch nehmen zu können, sind Sie darauf angewiesen, dass in der Schule Aufenthaltsräume zur Verfügung stehen, in denen Sie sich auch schon lange vor Unterrichtsbeginn aufhalten können. Wenn dieses nicht gegeben ist, braucht sich also niemand zu wundern, wenn die Schüler stattdessen im Schulgebäude herumlaufen und dort in Versuchung gebracht werden, dort Blödsinn zu machen. Ich halte es daher auch für nicht gerechtfertigt, dass einige Schüler der 7e am Donnerstag nachsitzen müssen, weil sie zu früh in der Schule waren. Dass diese Schüler um diese Zeit bereits in der Schule waren, ist wiederum auf die miserablen Busverbindungen zurückzuführen. Außerdem, wenn Sie die Kreidewerfer nicht genau ermitteln können, dann halte ich es für ungerechtfertigt, dass alle Anwesenden bestraft werden. Die Schuld an diesem Versagen können Sie sich selber dafür zukommen lassen, dass Sie keine Aufenthaltsräume zur Verfügung stellen, in denen sich Ihre Schüler bereits lange vor Unterrichtsbeginn aufhalten können. Hochachtungsvoll, ja, mein Name drunter. Ich bitte Sie um Stellungnahme, habe ich auch noch drunter geschrieben. Tja, das hierauf folgende Gespräch hat mir dann wieder einmal gezeigt, wie sich Lehrer aus der Affäre ziehen können, steht dann noch handschriftlich notiert unter dem mit Schreibmaschine geschriebenen Brief. Das war ja jetzt nicht die letzte Version, ne? Also, weil die letzte Version habe ich ja abgeschickt. Ich glaube auch, also das ist jetzt kein Durchschlag.
Da hatte man früher so ein Blaupapier, das legte man drunter und dann noch ein Blatt und dann hätte ich das Original gehabt. Aber so ungefähr muss ich es wohl abgeschickt haben. Wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass der Direktor meiner Schwester bei meinem Vater angerufen hat und den zusammengeschissen hat. Was denn mir wohl einfiele oder was ihm einfiele. Ich glaube, im ersten Moment wusste er gar nicht so recht, dass der Bruder seiner Schülerin war, ja. Nun gut, aber ich habe dann mit meinem Vater drüber gesprochen. Also Kloppe habe ich nicht gekriegt. Der war ziemlich ernst. Und wenn ich mich so recht entsinne, dann hat ihn das doch etwas nachdenklich gestimmt. Und am Ende habe ich so ein leichtes Grinsen so in seinem Mundwinkel gesehen, glaube ich. Weil er ist auch deshalb selbstständiger Tischlermeister geworden, um nicht andere Meister vor seiner Nase herumkreisen zu haben, die ihm ständig sagen, was er tun und lassen soll. Ne? So, und das ist natürlich ganz wichtig, dass man sich den nötigen Freiraum schafft, den man braucht, um in seinem Leben glücklich zu werden. Und ja, und seitdem sage ich mir, wie es dann später mal ein Kollege bei Siemens gut formulierte, ist mir doch egal, wer Chef über mir ist. Ja, solange die sich benehmen, ne? Und dann gehe ich halt woanders hin. So, und ich muss sagen, ich bin immer dort gewesen, wo gute Chefs waren, ne? Dass dann da ganz weit oben noch irgendwelche anderen Chefs sitzen, die einen viel längeren Arm haben, mit denen ich gar nichts zu tun habe und die dann irgendwie glauben, sie müssten mich disziplinieren. Das ist einfach nur ein schlechter Witz. Jawohl. Und deswegen kann ich es auch bis heute nicht begreifen, dass man als Lehrer, der Kindern beibringt, gegen Autoritäten aufzustehen, wie solche Lehrer rausfliegen aus der Schule. Das kann einfach nicht sein. Ja, haben wir es falsch verstanden, Frau Scheres. Also Schüler, die aufmüpfen und Lehrer, die aufmüpfen, die haben was zu sagen und denen sollten sie zuhören. Und dann setzt man sich zusammen an einen Tisch und dann führt man eine Klärung herbei. Von oben Befehle empfangen, das geht vielleicht im Militär. Weil ich bin nicht im Militär. Und ich bin auch nicht in der Bundeswehr gewesen. Ich habe mich drumherum gedrückt. Und wenn ich in der Schule in Berlin unterrichte, dann bin ich auch kein Soldat. Dann bin ich ein Lehrer, ein denkender Lehrer. Tja, das gehört alles mit dazu zum Erwachsenwerden, dass man das genau so sieht. Leute, die nicht erwachsen werden. Nun gut, brauche ich nicht weiterreden. Reicht. Tschüss, schönen Tag.